Hallo meine Schüler und Schülerinnen. Wir diskutieren heute die Alltagssituationen. Ja, wir sollen die Bedeutung gut wissen und die Situation gut auswendig lernen. Ja? Was sagst du in dieser Situation? Ja, was sagst du in dieser Situation? Sie fragen nach dem Zustand oder dem Befinden. Ja? Was sagst du? Ich sage, wie geht es dir? Oder wie geht es? Und du antwortest, danke gut oder nicht gut. Jemand fragt, wie geht's oder wie geht es dir? Was sagst du? Ich sage, gut oder nicht gut. Aber wenn du nach dem Zustand oder Befinden fragst, was sagst du? Du sagst, wie geht es dir? Oder wie geht's? Haben Sie das verstanden? Ja, was noch? Sie fragen nach dem Familiennamen. Ja, wie ist Ihr Familienname? Wie ist Ihr Familienname? Ja, du fragst oder sie fragen nach dem Familienstand. Ja, bist du verheiratet, bist du ledig und so weiter. Was sagst du? Wie ist Ihr Familienstand? Ja, und die oder der anderen sagt ledig, ja, verwitwet, verheiratet, geschieden. Ja, haben Sie Kinder? Sie fragen nach den Kindern. Was sagst du? Haben Sie Kinder? Ja oder nein? Ja? Hier, was noch? Sie fragen nach dem Vornamen. Ja? Was sagst du? Wie ist Ihr Vorname? Ja? Und die Antwort ist Karl, Müller, Meyers und so weiter. Ja? Sie fragen nach der Adresse. Was sagst du? Wie ist Ihre Adresse? Wie, nicht was. Ja? Wie ist Ihre Adresse? Ja, und die Antwort ist 23 Gästen, Karlstraße. Ja? Haben Sie das verstanden? Du kannst auch sagen, wo wohnen Sie? Und die Antwort ist in Kassel zum Beispiel, in Nasr City und so weiter. Sie fragen nach der Telefonnummer. Was sagst du? Wie ist Ihre Telefonnummer? Und die Antwort ergänzt eine Telefonnummer. Ja, das ist sehr leicht. Aber schau mal hier, wir haben gesagt, wie ist Ihre Telefonnummer? Wir sollen nicht was sagen, was ist Ihre Telefonnummer, das geht nicht. Ja, Sie fragen nach den Kindern. Was sagen Sie? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja oder nein? Du kannst auch sagen, wie viele Kinder haben Sie? Ja, und die Antwort, 3 Kinder oder ich habe keine Kinder, ich bin kinderlos. Ja, Sie fragen nach dem Studium. Ja, was sagst du oder was sagen Sie? Was studieren Sie? Und die Antwort ist Deutsch, Englisch, Wirtschaft und so weiter. Ja, und wir können auch sagen, wo studieren Sie? Wo? Ich frage nach dem Ort. In Kairo, in Berlin und so weiter. Ja? Sie fragen nach den Geschwistern. Ja? Bruder und Schwester. Ja? Haben Sie Geschwister? Ja. Oder nein, ich habe keine Geschwister. Ja? Oder ich kann auch sagen, wie viele Geschwister hast du?
Ich habe vier Geschwister, ich habe eine Schwester oder ich habe einen Bruder und so weiter. Ja, ist alles klar? Was noch? Sie fragen nach dem Geburtsort. Ja, Geburtsort. Was sagen wir? Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Ja, und die Antwort in Kassel. In Kassel, in Kairo, in Ägypten und so weiter. Ja, Sie fragen nach dem Wohnort. Was sagen Sie? Wo wohnen Sie? Ja, wo wohnen Sie? Oder wie ist Ihre Adresse? Ja, Sie sind gleich. Wo wohnen Sie oder wie ist Ihre Adresse? Und die Antwort 23 Karlstraße zum Beispiel. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Kassel, in Ägypten. Ja? Sie fragen nach dem Alter. Ja? Ja, sehr gut. Wie alt sind Sie? Das ist sehr leicht. Wie alt sind Sie? Und die Antwort 33 Jahre alt. 33 Jahre alt. Sie fragen nach dem Studienort. Ja, Studienort. Was sagen Sie? Wo studieren Sie? Wo studieren Sie? Und die Antwort in Kassel, in Ägypten, in Kairo, in Deutschland und so weiter. Irgendwo. Sie fragen, ja, nein, du stellst dich vor. Du stellst dich vor. Was sagen Sie? Ich sage zum Beispiel, ich heiße so und so und so. Ich bin so und so Jahre alt. Ich wohne in Kairo. Ich komme aus Ägypten. Ich spreche über mich. Ja? Und hier, du stellst jemanden vor. Was sagen Sie? Das ist mein Freund. Er ist 30 Jahre alt zum Beispiel. Ja? Er wohnt in Kairo. Er kommt aus Ägypten und so weiter. Ja, haben Sie das verstanden? Was noch? Du stellst jemanden vor. Was sagst du? Ja, ich sage, das ist Peter, das ist Peter, das ist Monika und so weiter. Du stellst dich vor. Ich stelle mich vor, ich sage, ich heiße Frau Duae, ich bin so und so Jahre alt, ich wohne in Ägypten, ich komme aus Deutschland und so weiter. Ja, ich bin Sarah, ich bin verheiratet, ja. Peter stellt seinen Freund vor. Was sagst du? Ja, Peter stellt jemanden vor. Er sagt zum Beispiel, das ist mein Freund Ahmed. Was sagst du? Ja, du sagst, freut mich. Freut mich. Ich bin froh, ja, dich zu treffen. Was noch? Peter ist da. Du kommst. Was sagst du? Peter ist da und du kommst. Was sagst du? Hallo. Jemand sagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt die Frage? Kommt der Lehrer heute? Kommt der Lehrer heute zum Beispiel? Dann sagst du, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du verabschiedest dich am Telefon. Du verabschiedest dich am Telefon. Was sagst du? Am Telefon sagst du auf Wiederhören. Aber du triffst jemanden auf der Straße zum Beispiel. Was sagst du? Auf Wiedersehen. Ja? In Deutschland, wann sagst du das? Jemand fragt nach dem Studienort. Jemand fragt nach dem Studienort zum Beispiel. Ja? In Deutschland, in Ägypten, ja, irgendwo. Und hier, Medizin. Wann sagen Sie das, Medizin? Wenn jemand fragt, was studieren Sie? Ja, haben Sie das verstanden? Sie sollen diese Situationen gut auswendig lernen. Ja, das ist genug für heute. Tschüss.